Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatrons. Heute packen wir My Heroes One Justice aus für die PlayStation 4. Das Ganze kommt von Bandai Namco Entertainment und ist ab 12 Jahren freigegeben. Neben der PS4-Fassung gibt es das auch für die Nintendo Switch und die Xbox One. Ich werde euch mal einen Launch-Trailer unten verlinken. Könnt ihr euch mal ein Bild von dem Spiel machen? Das ist ein Prügelspiel, ein Anime-Style zu einem Anime. Geht zu 1 bis 2 Spieler an eine Konsole, Netzwerk 2 Spieler, 3,77 GB Speicherplatz werden gebraucht, DualShock 4 Vibration unterstützt, HD-Video-Ausgang 720p, 1080i, 1080p, unterstützt Remote-Play der PS Vita sowie die PS4 Pro. Also wenn ihr eine PS4 Pro habt, bekommt ihr das Ganze nochmal schicker. Hier oben steht dann noch der Kampf für die Gerechtigkeit beginnt jetzt. Sei ein Held oder ein Schurke auf deinem Weg an die Spitze. Entfesse deine Maske in exklusiven, deine Marke in exklusiven Kämpfen, die auch Umgebung erschüttern lassen. Audio ist japanisch, finde ich sehr gut bei Anime-Spielen. Text ist Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch oder Italienisch. Also ich finde es immer gut, wenn Audio japanisch ist bei Anime-Spielen, weil ich finde, da kommt das besser rüber. So, guck mal, was ist da drin? Da haben wir einmal, ja, Bandai Namco-Punkte. Nichts für Weltige, 1000 Punkte. So sieht die Spiele-Disc aus. Leider kein Booklet, aber die Disc finde ich schön. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie mir das Spiel gefallen wird. Mal gucken, wenn ich spielen werde. Ich habe noch nicht mal Soul Calibur angefangen. Aber da ich ja letztens erst ein Anime gekauft habe und ich Anime allgemein mag, dachte ich mir, kaufe ich mir das mal zum Release. Und ja, wenn ihr euch das Spiel auch gekauft habt, für welches System, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten würde ich mich allgemein über eure Kommentare bewerten sehr freuen. Guckt euch den Trailer an. Ich bin jetzt weg und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.